Hallöchen, ich habe Geld ausgegeben. Wollt ihr wissen, was da drinne ist? Ja, war, sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Ich habe es gerade erst abgeholt und mache das jetzt einfach mal auf. Und dann wird auch für euch die Ansicht etwas besser. Aber höher geht es im Moment nicht, wie ihr seht. Amazon habt ihr aber wahrscheinlich auch gelesen. Tada! Und jetzt gucken wir mal, was da so drin ist. Wir machen das jetzt mal anders. Ich nehme das mal runter. Und wir fangen an mit einem Spiel. Die Mogelmotte. Ich habe mir das schon einmal angeguckt bzw. durchgelesen. Das ist ein Spiel, wo man wirklich schummeln darf und soll. Im Großen und Ganzen ist es ganz einfach erklärt. Ziel des Spiels ist es, keine Karten mehr auf der Hand zu haben. Ist bei vielen Spielen so, ist auch jetzt nichts Besonderes. Das Besondere ist, wie man die Karten los wird, ist völlig egal. Es gibt eine Wächtermotte, der muss dann aufpassen, was die anderen Mitspielerinnen so treiben. Denn es ist auch erlaubt, Karten unter den Tisch fallen zu lassen oder Karten wegzuwerfen oder sonst was. Und ich fand die Idee total super und dachte mir, das probiere ich mal aus. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ist, dass man das nur zu zweit spielt, weil dann kann man ja auf eine Person sich fixieren. Und dann wird das natürlich nicht so einfach, irgendwie Karten unter den Tisch fallen zu lassen oder zu verstecken. Aber ich glaube, so ab drei, vier, fünf Leute, muss man gucken. Ja, bis fünf Personen geht das, ist ab 7 Jahren. Kann ich mir das gut vorstellen, ne? Also du hast ja nicht immer alle im Blick und wenn du gerade einen anguckst, kann ja gleich der Nachbar schon mal, keine Ahnung, eine Karte, kann sich da draufsetzen oder so. Also ich fand die Idee total super. Ich werde es ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. So, dann habe ich mir hier ein Spiel bestellt. Code. Ach ja, ich werde alle Spiele verlinken in der Infobox. Ist ein Affiliate-Link und wenn ihr da draufklickt und ihr wollt vielleicht ein Spiel davon auch testen und kaufen, dann kriege ich eine ganz kleine Provision. Also es sind nur Centbeträge, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. So unterstützt ihr mich halt ein bisschen, ne? Hier Code, knack ihm als Erster. Das hatte ich mir auch schon mal durchgelesen. Da ist es, schaffst du es als Erstes, deinen Code zu knacken und alle überflüssigen Karten loszuwerden, sei dir deiner Sache nie zu sicher, denn auch wenn du den Sieg schon vor Augen hast, kann eine Aktionskarte des lieben Mitspielers alles zunichte machen. Bin ich auch sehr gespannt, wie das so wird. Ich kenne das noch gar nicht, kann mir auch nichts darunter vorstellen. Ist ab 8 Jahren und geht bis zu 8 Spielern und eine Runde soll wohl 15 Minuten dauern. Ich bin sehr gespannt. Im Moment bin ich ja wieder im Spielefieber, aber das hatte ich euch ja in den anderen Videos auch schon mal erzählt. Ich könnte im Moment Spiele kaufen, noch und nöcher. So, hier habe ich noch ein Spiel, das finde ich total gut. Schon mal von allein von der Verpackung, weil plastikfrei verpackt. Die haben da auch extra so ein Siegel drauf. Wo die mitwerben, finde ich auch ziemlich cool. Das nennt man Lama nimm's lässig. Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ab 8 Jahren. Mal gucken, bis zu 6 Personen. Wollen mal gucken, jedes Lama kennt die Regeln. Lege alle Minuspunkte ab, werde deine Karten los, um möglichst keine Chips zu kassieren. Steigst du aus oder hoffst du, eine passende Karte zu ziehen? Am Ende gewinnt wer am lässigsten den Minuspunkten ausweichen konnte. 56 Karten, 70 Chips und eine Spielanleitung. Okay, klingt auch ganz gut. Keine Ahnung, muss man mal schauen. Und ansonsten gibt es ja immer ganz nette Mit-YouTuber, die auch Spieleanleitungen oder filmen. Finde ich total geil, muss ich sagen, weil mein Freund hat sich jetzt zum Beispiel Sky Joe Action gekauft. Da musste ich tatsächlich erstmal mir so eine Art Let's Play angucken. Und das normale Skyjo spielen wir halt auch. Ich finde das total interessant. Also ich liebe es, Spiele zu spielen. Ihr könnt mir natürlich auch mal mitteilen, was ihr so gerne für Spiele spielt. Ob ihr jetzt gerne Kartenspiele mögt oder ob ihr lieber Brettspiele mögt oder ob ihr gar keinen Bock habt auf Karten oder überhaupt auf Spiele. Ich finde das immer total schön. Weg von den, ich sage jetzt mal, Medien so, ne? Weg vom Handy, weg vom Fernsehen, weg vom Laptop.
was auch immer und wieder Gesellschaftsspiele spielen. Ich finde, das macht total viel Spaß und besonders, dann kommt man mal wieder alle an einen Tisch. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Jetzt habe ich noch einen Artikel, das hat mit Spielen gar nichts zu tun. Ich habe mir jetzt noch, bin mal gespannt, wie die da reinpasst, eine Wärmematte bestellt. Bei mir hat man ja einen Bandscheibenschaden leider diagnostiziert und deswegen bin ich auch bei der Physio und mir tut das echt gut, wenn ich da immer ein bisschen Hitze drauf kriege. Und dann dachte ich mir, ach komm, für zu Hause will ich mir das Teil mal gönnen. Hat einen Timer 30, 60, 90 und 120 Minuten. Man kann die sogar etwas anfeuchten, dass man ein bisschen feuchte Hitze kriegt. Hier Temperaturen gehen von 40 bis 60 Grad, finde ich auch sehr cool. Also es hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen, so wie es aussieht. Kann man sogar waschen. Vorm Waschen sollte man natürlich die Elektroeinheit auch rausnehmen bzw. abklemmen. Ja, man soll es nicht bügeln und was auch immer das alles heißen soll, könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Aber so ist es halt. So, on-off, ein Controller, bla bla bla. Wir gucken jetzt einfach mal da rein und schauen uns die Matte mal an. Habt ihr auch so eine Matte? Habt ihr vielleicht auch Probleme? Mögt ihr auch gerne Hitze am Körper oder eher nicht? Seid ihr eher so ein kühle Typ? Ich finde das super. Ja, oh Wunder, wen wundert's? Ich habe in Lila bestellt. Ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe die gesehen, war schockverliebt. Wollte ich haben. Ich glaube, die hatte die Maße 60x40 oder so. Hier kann man so gucken, da ist auch die Anleitung mit dabei. So soll die dann aussehen. Ein Heizkissen, fast eine Decke. Ja, lese ich mir dann durch, aber ich denke, das sollte ziemlich selbsterklärend sein. Stecker rein, anschalten und Thema durch. Hier ist sogar noch ein paar Bildchen für so Blondinen wie für mich, wie man das ganze Ding einfach benutzen kann. Über die Schulter, über die Knie, drumherum gewickelt, was auch immer. Überall da, wo man Hitze haben möchte, ja, legt man das Ding einfach drauf, wa? Okay, man soll damit nicht einschlafen. Macht vielleicht Sinn. Ja, irgendwo unter der Decke schmeißen ist auch nicht gut. Okay, nicht draufsetzen, nicht drauf liegen. Wieso nicht? Nicht zusammenbinden, aber wieso nicht drauf liegen? Warum nicht? Das ist aber nicht toll. Ich dachte, ich kann mich da drauf legen. Ich will da drauf liegen. Naja, schauen wir mal. Ich wüsste nicht, warum ich mich da nicht drauflegen sollte. Vielleicht wisst ihr das. Könnt ihr mir ja mal erklären. Und mir schreiben. Ja, hier ist das Dings. Ist relativ selbsterklärend. An und aus. Hitze und Timer kann man einstellen. Wie gesagt, 6 Stufen und von 30 bis 120 Minuten. Ja, das war es auch tatsächlich schon. Und wenn man das ganze Ding baden will, so nee, so ist hier, glaube ich, das Ding zum Abmachen. Ja, soll ich da jetzt mal feste dran ziehen oder mit Gewalt? Oh, ja, Gewalt geht immer. So, die Einheit nimmt man dann ab und das bleibt dann wohl da dran. Ja, okay. Also am besten nicht dreckig machen. Ich traue dem Zeugs immer nicht. Ja, das war mein Amazon Haul. Mehr haben wir nicht. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, mir schreiben, was ihr so für Spiele mögt oder ob ihr auch gerne Hitze mögt, warum ich mich da nicht drauflegen soll und so generell alles, was euch einfällt, ihr dürft mir alles schreiben. Ich lese alles, ich beantworte alles und reagiere definitiv darauf. Ansonsten macht gerne bei meinem ATC-Bastelaufruf mit. Zweites Quartal hat jetzt schon angefangen bzw. beginnt, je nachdem, wann ich das Video schaffe, hochzuladen. Macht mit, schaut euch das an. Und ich hau ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dann.